A3.0. Die nebenstehende Skizze zeigt den Axialschnitt ABCDEFGH eines Körpers mit der Rotationsachse MS. Die Skizze dient als Vorlage zur Herstellung einer Sitzgelegenheit. Es gilt, AM ist gleich groß wie GO ist gleich groß wie FN gleich 21 cm. AM ist parallel zu GO und zu FN. FG sind 5 cm, FG ist parallel zu ED. Winkel ASM sind 16 Grad und die Strecke MN sind 45 cm. Runden Sie im Folgenden auf eine Stelle nach dem Komma. A3.1 berechnen Sie die Länge der Strecken MS und HC. Ergebnisse stehen auch schon da. Okay, hier steht jetzt eine ganze Menge drin, eine ganze Menge Angaben. Gucken wir erstmal, was gegeben ist. Wir haben AM ist bekannt mit 21, damit automatisch auch die MB bekannt mit 21, weil Rotationsachse ist ja gleichzeitig eine Spiegelachse. Die GO ist gleich lang, damit kennen wir auch die OD und die FN ist auch gleich lang, damit kennen wir auch die NE. Zusätzlich kennen wir hier noch FG mit 5, damit ist die auch 5 und probieren wir mal mit der anderen Farbe, ein bisschen dunkleres. Wir haben noch die Strecke MN mit 45. Die war 21. Und was ist noch? Der Winkel ASM sind 16 Grad. ASM, das ist der hier oben. Okay, das kennen wir alles. Oder habe ich was vergessen? Sieht gut aus. So, zwei Aufgaben, nämlich man soll MS berechnen und HC berechnen. Wir fangen mit MS an. Im Prinzip einfaches Spiel. Man sucht ein Dreieck, in dem diese Strecke MS drin liegt und überlegt, hat man schon genügend Größen gegeben, um diese Strecke MS berechnen zu können. Schauen wir es uns an. Die Strecke MS liegt zum Beispiel hier im Dreieck. Moment, hier im Dreieck AMS. Ja, da liegt die Strecke MS drin. Was kennen wir da? Wir kennen unten die Strecke AM mit 21 cm und oben der Winkel mit 16 Grad. Zusätzlich wissen wir, es ist ein rechtwinkliges Dreieck, also funktioniert Sinus, Konsus, Tangens und der Pythagoras und müssen uns überlegen, ob wir genügend Seiten haben. Winkel ist bekannt, die Seite AM liegt dem Winkel gegenüber, ist also die Gegenkathete und dem Winkel an, die Strecke MS ist an Kathete. Also haben wir genügend Größen gegeben. Muss noch überlegen, welcher dieser vier Sätze arbeitet mit Gegenkathete und Ankathete. Und dann kommt man eigentlich schnell drauf, das muss der Tangens sein. Also folgt daraus für die Strecke MS. Lässt sich berechnen aus Tangens des Winkels ASM hieß der. Ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete, nochmal anschauen, liegt im Gegenüber vom Winkel, das ist also die Strecke AM. Und Ankathete liegt immer am Winkel an, das wäre in diesem Fall die Strecke MS. So, Größen einsetzen. Winkel ASM ist bekannt, steht hier mit 16 Grad, also Tangens von 16 Grad. Ist gleich, AM ist auch bekannt mit 21 und die Strecke MS ist ja gesucht. So, manche Taschenrechner können das schon über den Server berechnen. Falls nicht, müssen wir halt noch umformen. Wie bringe ich das hier unten aus dem Nenner raus? Indem ich einfach über Kreuz multipliziere, also mit MS multipliziere und gleich im zweiten Schritt mit Tangens 16 dividiere. Ja, also im Prinzip tausche ich die zwei hier aus, MS und Tangens 16. Dann folgt daraus, MS ist gleich 21 durch Tangens von 16. Das schafft jetzt wieder jeder Taschenrechner. Und dann kommen hier raus die 73,2 cm. So, dann haben wir MS schon berechnet. Als nächstes brauchen wir noch die Strecke HC. Die hier ist gesucht. So, wer ein geübtes Auge hat, dem fällt vielleicht schon was auf. Hier haben wir ein kleines Dreieck. Hier haben wir ein großes Dreieck. Ja, kleines Dreieck und großes Dreieck, das deutet quasi, wie soll ich sagen,
Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen hier den Strahlensatz. Ja, man kann ihn auch mit dem Tangens umgehen, aber wenn man so ein kleines Dreieck und ein großes Dreieck hat, wo diese Seite hier und diese Seite parallel zueinander liegen, dann deutet es eigentlich schon auf den Strahlensatz hin oder Vierstreckensatz, wie man in manchen Ländern sagt. So, wie funktioniert der? Ich brauche die Seiten vom kleinen Dreieck, also jetzt hier die Strecke HC, die Seite HC, und die lege ich jetzt gegenüber einer passenden Strecke vom großen Dreieck. Ja. Diese kleine HC entspräche ja im großen Dreieck der Strecke AB. Also diese Seite hier entspricht der da dem großen Dreieck. Also klein zu groß ist das gleiche wie, und jetzt brauche ich nochmal klein zu groß. Was kenne ich hier? Aus dem kleinen Dreieck kann ich zum Beispiel hier die Höhe angeben. Kann ich ausrechnen. Von dem großen Dreieck kenne ich sie schon, nämlich das ist die Strecke MS, die habe ich gerade berechnet. Also auch wieder klein zu groß. Ja, klein zu groß ist gleich klein zu groß. Jetzt brauche ich hier allerdings noch die Strecke S. O war das, glaube ich. Schau ich nach, genau. So, wie kriege ich die SO noch raus? Das muss ich jetzt noch rausfinden. Schreibe ich jetzt erstmal auf. HC möchte ich berechnen über einen Vierstreckensatz, also kleine Strecke zur großen Strecke ist gleich kleine Strecke zur großen Strecke. Das war hier die MS. Ja, HC suche ich, AB ist bekannt, SO muss ich nochmal angucken, wie ich die rechnen kann, und MS ist auch schon bekannt, nämlich aus der vorherigen Aufgabe. Also fehlt mir noch SO. Wie kriege ich die? Schauen wir uns nochmal rein. SO kann ich sagen, ich nehme die komplette Strecke MS, die kenne ich ja jetzt mit 73,2, und ziehe davon die Strecke MN ab. Dann kriege ich hier oben die Strecke, die da, die Strecke SN raus. Ja, und wie kriege ich noch das letzte Stück? Ja, da weiß ich ja, hier, das sind 5 cm, weiß ich durch FG bzw. ED. Also ist die Strecke SO nichts anderes als SN plus 5, also MS minus MN plus FG. Ja, 73,2 die ganze minus die 45 plus die 5. Und somit kriege ich auch die Strecke raus. Ich schreibe sie nochmal auf. MS, das war die große, minus MN, das war das Teilstück. Und plus, was war das jetzt nochmal? FG, das war dieses kleine Stück. Einsetzen. 73,2 minus 45 war die, glaube ich, genau. Plus 5. Ja, und das sind dann 33,2 Zentimeter. So, jetzt kenne ich alle Größen von meinem Vierstreckensatz. Jetzt kann ich den super einsetzen. Also HC war HC geteilt durch AB. Gucken wir da schon einmal drauf. Ne, AB ist ja die komplette Strecke unten. Wenn AM 21 cm sind, sind AB logischerweise das Doppelte, also 42 cm. Also geteilt durch 42 ist gleich SO, haben wir jetzt gerade berechnet, mit 33,2. Geteilt durch MS, ja, steht da drüben nochmal, sind 73,2 cm. So, man kann schon solvern oder man löst nochmal über Äquivalenzumformung aus. Den Teil hier unten drin im Nenner kriege ich weg, indem ich mit dem multipliziere. Also folgt daraus, HC ist gleich 33,2 geteilt durch 73,2 mal 42. So, das kann ich jetzt in jedem Taschenrechner berechnen. Und dann kommen hier diese 19 cm raus, die auch in der Angabe angegeben werden.